Schalömchen, Freunde! Schalömchen! Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir sind in die 3D-Druck-Community eingestiegen, haben uns den Ender 3V2 aufgebaut und sind sofort auf ein Problem gestoßen. Ich habe mal eine Runde gegoogelt, das haben anscheinend viele. Das Druckbett hier ist richtig eingestellt, kalibriert alles. Alles? Alles in Ordnung. Alles okay, ich kann's Bruder vertrauen mir. Jetzt kannst du sehen, wie gerade das ist. Also guck mal. Boah. Da kannst du fast eine Wasserwaage drauflegen, aber nur fast. Ist ja egal, ob das gerade ist. Sache, das ist, könntest du auch theoretisch schief drucken, wenn der ganze Drucker schief steht. Aber dann kann er sagt, wir faken. Seht ihr da, dass ich das hier mit Glasreiniger sauber mache. Also, das Problem bei dem Ding ist nämlich, das hatten viele von euch, weil ich habe mir richtig viele Kommentare unter anderen YouTube-Videos angeguckt, dass die das nicht haftet. Also das haftet nicht am Druckbett. Euer druckt irgendwas und das geht sofort wieder ab und der verschmiert das und alles. Konnte man direkt bei unserem ersten Livestream darüber sehen. Dass ja, ich habe 1000 Fails gehabt mit dem Ding. Und dann habe ich gehört, ja, Haarspray, Deo, Müsli drauf, alles nicht funktioniert. Mayonnaise. Alles funktioniert. Und außerdem, ich glaube, sehen hier aus, ob ich Haarspray zu Hause habe. Oder Müsli. Müsli bestimmt. Wo ich aber noch aussehe, da ich Zucker habe, Freunde. Und da habe ich nämlich hier auch Folgendes gemacht, ja. Da ist jetzt heißes Wasser. Gut, da steht jetzt hier schon ein paar Minuten, vielleicht schon ein bisschen abgekühlt. Dann ist die Tasse jetzt ungefähr so bis hierhin voll. Wenn ihr keine Tasse habt, könnt ihr auch ein beliebiges Trichtergefäß verwenden. Dann geht ihr einfach hin, ein bisschen Zucker. Einfach so ein Löffel reicht, wa? Man muss sich übertreiben. Kurz verrühren. Und dann mal Prost. Das geht auch super wieder ab. Ich meine, ihr habt ja gerade gesehen, einmal mit Spülmittel. Kann das ja nicht gerade drüber und das Ding sieht wieder aus wie neu. Ja. Und jetzt passt gleich mal auf. Ist das Himbeere oder Melisse? Das ist Melisse. Jetzt kommt man mit, Freunde. Jetzt nehmen wir das einfach. Ich meine, ich zeige mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob man das gut hört, aber das ist relativ glatt. Also das klebt nichts oder sonst was. Wird natürlich jetzt nicht haften. Nehme ich aber ein bisschen von diesem Zuckerwasser hier. Gib dann einfach mal hier drauf. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Nehme ich ein Tuch. Nehmt kein Klopapier. Ich habe es mit Klopapier versucht. Hat nicht funktioniert, weil das fusselt. Küchenrolle nicht. Und dann verteilt ihr das einfach hier schön aufs Backpapier. Das ist ein Druckbett. In Fachkreisen sagt man auch Backpapier zum Druckbett. Okay, wusste ich gar nicht. Ich auch nicht, aber... Sag mal jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht. Wir haben jetzt über 4000 Abonnenten. Wir können uns jetzt zum Fachbereich zählen. So Freunde, jetzt waitet ihr ein bisschen, könnt den alten Lachs mal anmachen. Der ist aber neu. Das stimmt. Eine Bismarck gedruckt. Ja. Oder wir haben jede Menge Sachen schon gedruckt, hier zum Beispiel, ah ne, falsche Router. So, ich lasse das Ding jetzt mal ein bisschen vorheizen. Dann karamellisiert nämlich der Zucker und wir können uns schön leckere Brownies machen. Ja, wir werden später nochmal Spiegelei auf dem Ding machen, aber in einem anderen Video. Ja, wir warten kurz, bis das Ding vorgeheizt ist und dann zeige ich euch den tollen Effekt des Zuckerwassers. Ciao. Ja, Freunde, drucken wir uns jetzt hier mal drei Plastikschräubchen aus. Die sind für ein anderes Projekt, die wollen wir innen auch drucken. Hier Druckzeit 4 Stunden Robert. Die ganzen Einstellungen, die ich jetzt hier habe, wenn die euch interessieren, ich habe es jetzt mal hier schnell und gut genannt. Dann werde ich die natürlich mal in einem Video vorstellen. Vielen Dank an Kai, der mir bei diesen Einstellungen geholfen hat. Eigentlich hat er alles gemacht und ich habe es nur eingestellt, wie er es gesagt hat. Ja, Freunde, hier haben wir noch einen Punkt Stützen. Lass uns einmal kurz ein bisschen heranfilmen, wo wir jetzt keine Bildschirmaufnahme für machen. Man kann sie machen nur auf dem Druckbett, bla bla. Für das Ding hier reicht das nur auf dem Druckbett. Dann seht ihr quasi hier diese grüne Schicht, die könnt ihr nachher einfach ganz leicht abknibbeln, das ist gar kein Thema. Und dann exportieren wir den G-Code auf der SD-Karte direkt, haben wir jetzt in dem Fall schon gemacht. Und dann gehen wir zum Drucker. Das ist inzwischen getrocknet, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wie das glänzt. Aber, ja, kann man. Das klebt wie Sau, der Mist. Also, der Mist klebt wie Sau. Wenn ihr das ausprobiert, werdet ihr das sehen. Dann machen wir das Ding mal an. Creality. Things to explore the universe. Printus Maximus hier. Zack. Dort ist natürlich ein bisschen, bis er vorgeheizt ist. Dann springen wir gleich mal im Video.
Du hast halt nicht ganz verstanden. Ach so. Wenn es halt den schwimmt. Die Frage ist, sollen wir so eine riesen Bismarck mal drucken? So 100 Meter? Funktionierende Bismarck. Ich habe gesehen, es gibt Vorlagen, so eine 2 Meter Bismarck. Da einen Motor dran bauen und damit dann den Aue sägen. Das wäre krass. Das wäre wirklich krass. Aber mit funktionierenden Geschützen. Ach so. Okay, ja, falls mal Piraten kommen. Es gab mal diese komischen, ich weiß nicht, wer das war, irgend so ein Land, so ein, ich weiß nicht, ob das ein dritte Weltland war. Sagen wir einfach mal irgendwo in Afrika, da sind ja viele Piraten unterwegs, ne? Oder in Somalia. Die hatten immer so Probleme mit Piraten in so einem Dorf. Dann haben die sich so einen Zerstörer gekauft. Haben nichts gemacht, damit einfach nur hingestellt. Ja, ist nur hingestellt. Du bist so ein Pirat, Alter, auf so einem Fischerboot mit so einer AK. Da steht dann so ein Zerstörer. So, weiterfahren. Ich dreh mal wieder um. Die ganzen, haben, glaube ich, die ganzen Bürger alle bezahlt. Also, sie haben alles zusammengelegt für so einen Zerstörer. Das ist wahrscheinlich nur eine Attrappe gewesen. Ich glaube sogar, der war echt, keine Ahnung. Offenbar steht da jetzt so ein Zerstörer rum. Ich habe so Doku drüber gesehen. So, der ist morgen soweit. Jetzt können wir sehen hier, der ist aufgeheizt auf 210. Ja, machen wir für die erste Schicht 210 Grad für das Filament und 65 Grad fürs Druckbett. Eine von den noch besseren Haftungen. Aber mit dem Zuckerwassertrick könntet ihr auch eine Eisplatte hinlegen. Also das ist so hart am Kleben, wenn ihr das nicht mehr abkriegen solltet später, was passieren wird, dann müsst ihr einfach nur 5 Minuten abkühlen lassen, dann könnt ihr das nochmal abziehen. Wenn ich das nämlich zusammenzieht, dann habt ihr hier, kann man glaube ich hier ein bisschen sehen, das ist eine schön glatte Oberfläche. Glatt wie ein Babypopo. Eine kurze Frage, wenn wir jetzt viel Mist drucken, sollen wir uns dafür so eine Halterung drucken, dass ich hier quasi so die Kamera dran mache, dass man so Timelapse-Aufnahmen machen kann? Wollt ihr sowas sehen, Freunde? Wollt ihr das? Ja! Achso, du hast die Community gefragt. Aber wäre schon cool, glaube ich. Ich glaube, das klebt. Das ist jetzt das Bett, was man nachher abmacht. Oder nicht? Ja, deswegen ist das auch so hauchdünn. Das ist einfach nur, damit das noch besser haftet. Aber funktioniert auf jeden Fall. Lass dir mal in zwei Katze hier gucken. Da siehst du, dass wir das quasi diese, diese Unterlage. Ja, der malt da drauf. Sag ich mal, druckt. Der malt das einmal aus. Und das ist nicht mehr nass, das Zeug, das klebt einfach nur wie Sau. Also auch wenn das vielleicht ein bisschen nass aussieht hier im Video, das klebt einfach nur wie Sau. Ja. Und ihr könnt hier schon gut erkennen, dass das funktioniert. Ja, ich würde sagen, eigentlich wartet mit dem Video. Ja. Ihr seht, es funktioniert, probiert es gerne aus, schreibt dann auch in die Kommentare, ob es auch bei euch geklappt hat. Ist natürlich jetzt nicht nur mit dem Ender 3 V2 so. Bei allen 3D-Druckern. Das wird vermutlich bei allen 3D-Druckern so klappen. Wenn ihr da Probleme habt und kein Haarspray habt oder sonst irgendein Mist da drauf sprühen wollt. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass der Haarspray schlecht abkriegt. Und dieses Zuckerwasser, einfach ein bisschen Glasreiniger drüber, dann sieht das aus wie neu. Ja. Und ich sag mal, Kosten-Nutzen-Faktor ist auf jeden Fall mehr gegeben als dieses komische Spray, was du da drauf machen kannst. Ja, mit kostet Zucker 50 Cent. Wasser kostet nichts. Also, da kostet 50 Cent, kommst du mit mehreren 100 Drucks hin. Würde ich jetzt mal schätzen. Ja, locker. Ne? Und wie gesagt, ich habe es ausprobiert. Wir haben schon viel Mist gedruckt für unseren Scooter. Hier so ein Bismarck. Wir haben noch keinen Kackhaufen gedruckt. Da kommt man. Alles klar, ich glaube, das reicht für das Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Drucken oder beim E-Scooter fahren. Oder ihr druckt euch einen E-Scooter. Oder wo auch immer. Bis demnächst. Ciao. Ciao.